Willkommen zurück zu Persona 4 Golden und wir suchen immer noch Informationen über Naoto, damit wir ihn finden können. Und dafür ist es heute notwendig, dass wir den anderen Police Officer finden. Und ich hoffe mal, dass er heute auftaucht. Ah ja, guck mal, wer da schon steht. How can I help you? Did you see someone suspicious? You told him that Naoto hasn't been coming to school lately and that you're worried. That kid is leaving school to do his investigation? What's his problem, really? The department has all but closed the case. Just because he's not satisfied, sheesh. All we want to do is shut the book on this thing, so we don't have to deal with it anymore. I wish he'd let go already. No wonder the whole department treats him like a kid. He's getting all worked up over nothing. That's why everyone gives him the cold shoulder, you know? You learned something about Naoto. You should put together the information you've gathered. With regard to this investigation, you have discovered that Naoto has contempt for the culprit, has a duty to solve the case, has an obsession with the case. Ja, das ist das, was der damals sagte, ne? Der erste Polizist, ja. What do the police think of Naoto? They are gracious, they consider him a child, they respect his work. Ja, das haben wir jetzt gerade gehört, ne? They consider him a child. It seems that Naoto had a fervent obsession with the investigation, but it seems that his obsession was not well received, and the police treated him like a child. You think you understand Naoto a bit more. You should report to Rise. Ah ja, wir haben es geschafft, okay. Da können wir heute im Grunde zum ersten Mal in den Dungeon, ne? Will wir auch machen. Warum eigentlich nicht? Immer wieder Zeit für ein bisschen Dungeon-Action und ich werde wahrscheinlich auch nicht auf den Latz bekommen, weil die Dungeons werden bestimmt auch nicht leichter werden. Das heißt, wir gehen einfach zu Junes und starten damit. Warte mal. Ah, halt. Ich habe den Typen noch nicht gefunden, der Angst vor Katzen hat. Ich sollte unbedingt diese EMA-Request zumindest anfangen. Wer weiß, ob das wieder länger dauert. War denn jemand Neues da, der einen Ausrufe, also diese Sprechblase hatte, den bevor noch keine Sprechblase hatten? Wegen einer offenen Quest. Sonst kann es natürlich sein, dass dieselbe Person auch eine Quest hatte. Das ist immer sehr blöd und ungünstig, weil man es ja nicht so leicht erkennen kann, ne? Aber ich sehe hier niemanden, der dahin passen würde. Wir gucken nochmal in der Floodplain. I feel like the fog sticks around longer and longer. It used to clear up while I was out on my walk, but now it's still around long. Ach, der wollte ja mein. Der wollte die Lampe haben, den habe ich ganz vergessen. Ich habe eine Lampe für ihn. Wo ich hergekommen bin. But now it's still around long after I get home. I guess it doesn't matter much. You gave him the eternal lamp. Ja, die hatte ich ja schon die ganze Zeit. This is it? Is this it? Yeah, it doesn't really go out and it doesn't run on electricity. Ah, listen to me, I'm going on about it like some kind of amazing contraption, but whatever you may think, it's pretty amazing to me. Well, here you go. This is a token of my gratitude. 30.000 Yen. Hat sich gelohnt. Definitiv. Haben wir fast die ganzen Dominien drin. Ah, das Mädchen habe ich auch vergessen. Aber ich denke gleich dran. Ist alles okay. Ah, Kurzzeitgedächtnis lässt sich wieder im Stich. Miyoko-san. Oh, did you hear that? Well, it's okay, right? People have the right to think of their beloved. I'm getting married. The man seems melancholic about his wedding for some reason. Damn it, everything would be great if it wasn't for him. Ah, der Typ, entweder hatte der vorher schon eine Quest oder ich habe ihn gerade einfach nicht richtig wahrgenommen. Das ist der mit der Katze, sage ich euch jetzt schon, weil sein Problem ist, dass sie eine Katze hat und er hat Angst vor der Katze, oder? Who am I talking about? That horrendous furball. I'm scared, I can't even say it. Those fang demons, they are terrifying. Is it a cow? Nah, is it a cat? Don't say the C word. Man is actually physically trembling at the thoughts of cats. Perhaps he's the one who wrote the Emma request the fox showed you. He wants to overcome his common fear of cats. The meowing, and the whiskers, and the evil little claws. It's all just so scary.
Of all the pets, Miyoko-san wants to have a cat. She said she won't. She said we can't get married if I won't let her have one. Why must you put me through this horrible test, Miyoko-san? You try and figure out a way to force him to overcome his fear. Ist es nicht zu krass, die Katze herzubringen? Komm, wir machen mal. Wir schmeißen ihn ins kalte Wasser. Bring a cat here. Stop it. Stop that right now. What do you want? Money? I give you money. Just get away from me. Das war so falsch. Talk to him about cats. Okay. Dann miauen wir mal wie eine Katze. Nee, es ist alles egal. Egal was ich mache, er rastet aus. Okay, also muss ich einen anderen Weg finden, ihm zu helfen. Guck mal hier, ganz gefährlich. Da ist eine Schulikatze. Miau, miau. Ja, okay, hier ist noch ein Fisch. Miau. Okay. Ich denke, wir müssen eine Katze finden, die wir da hinbringen können. Das macht am meisten Sinn. Und ich denke mal nicht, dass es diese Katze hier ist. Und vielleicht die, die von unserem Haus rumgammelt. Gucken wir dann mal. Aber wir geben jetzt eben noch die Quest mit dem hier Zwillingen ab. Bevor ich das wieder vergesse. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Und dann gehen wir in den Dungeon. Dann ist es soweit. Dann fangen wir in Naotos Dungeon an. Das Mädchen ist gar nicht mehr hier. Willst du mich verarschen? Okay. Dann muss ich mal Ausschau halten, wann sie wieder auftaucht. Jetzt gerade ist sie nicht mehr hier. Oder hat sie die Position gewechselt? Ich guck mal kurz im Norden. Möglich ist es ja. Ne. Kein Zwillingsmädchen da. Dann eben nicht. Mimimi. Dann gehen wir halt jetzt in Dungeon. Immer wenn ich sie schon wieder sehe, da kann ich die Quest immer noch abgeben. So ein harter Questiker bin ich jetzt ja nicht, was die Nebenquests angeht. So. Junes Department Store. Neuer Tag, ne? Also könnte sie anderen Saatgut haben. Cabbage ist immer noch okay. Gut. Yes. Wir haben die nötigen Hinweise. Ich möchte den Dungeon aufmachen. Alright, I'm fired up! Damn it, stupid Naruto being so freaking stubborn. It seems like he can't rely on anyone, so this is the only way he can truly make himself heard. I feel for him. If he went by his own will, for the reasons we came up with, maybe he'll learn something that will finally help us identify the killer. Let's hurry and rescue him. He trusted us to do that. We gotta live up to his expectations. We have to rescue him before the fox heads in, right? Why freak out over when the damn fox gonna come? Today's oughta be all we need to go in and get him, dammit. Ja, wir holen schon aus. Wahrscheinlich an einem Tag, aber an zwei Tagen bestimmt. So wie sonst auch. Versuchen wir zumindest. So, Weather Report können wir uns auch gut angucken. Warum nicht? Sehr bewölkt. Aber kein Regen. Enter the TV World. Don't worry, we can do this. Oh, hey Senpai, found any clues? Tell me quick, I'll find him in a jiffy. Did you find out more about Naoto-kun? You told Risa about Naoto being treated like a child. And you explained Naoto's abnormal obsession to solve the case. I see. So he's being stubborn about the case. But it seems like it's rare for Naoto-kun to get so worked up over something. Okay, I've got a good feel for him. I think I can do this. It won't take long for me to find him with my persona, so be ready to follow me once I do. What is this place? It's all sci-fi.
Hey, doesn't it remind you of those secret hideouts in live-action shows? Oh yeah! I used to watch Featherman all the time when I was a kid. I hear that those are really tough shoots. A lot of the actors do their own stunts, like jumping through fire themselves. Well, it's every man's dream to do that stuff. Yeah, I can understand that. They're action-based, like kung fu movies. And just the phrase secret hideout has this exciting ring to it. I do not comprehend. Really? The idea of secluded training deep inside a mountain, doesn't it get your blood pumping? Actually, when I was a kid, I had my own secret place near the mountain by Yukiko's house. I'd pretend that a legendary kung fu master was teaching me special techniques. Whata! Got it all wrong. But hey, so this secret hideout thingy came from Naoto's mind? I guess our proper boy detective isn't as grown up as he looks. All right, let's get going. You have pinpointed Naoto's location. All that's left is to save him. You should prepare yourself for the upcoming rescue mission. Ja, gehen wir erstmal zurück, bitte. The fox still looks okay, but that's just for now. We need to hurry, Senpai. Ja, erst dann will ich den Fuchs ansprechen und speichern. Eine Snuff-Store bekommen. Schön. So, speichern. Kurz checken. Welche Person das hatten wir denn jetzt alle so länger her, als wir hier drin waren? Rangda, stimmt. Die war Repel Physical und konnte Repel Physical lernen zum Vererben, was super wird, genau. Ich erinnere mich. Okunyushi, unser Emperor, war, glaube ich, mal eine Mischung aus Blitz- und Feuerangriffen, ne? Genau. Kushinara habe ich noch nicht benutzt, aber sie war Heilerin anscheinend, kann auch buffen und debuffen und hat ein bisschen Feuer auf dem Kasten, okay. Lillian Seed hatte auch Heilung. Sie hatte Wind auch noch und Blitz, falls ich Wind und Blitz brauche. Genau. Mogman war einfach noch dabei, ne? Und sie war auch nochmal sehr gute Supporterin mit Heilfähigkeiten. Und dem starken Wiederbeleben. Und Instakill-Licht. Er hat Instakill-Finsternis. Und ihn habe ich auch nur dabei, um mit Adachi abzuhängen, was zu sehr zustande kommt, leider. Dominion haben wir nur dabei für. Nanako. Gut, dann würde ich sagen, können wir loslegen. Mit welcher fange ich denn an? Sie soll ihren Skill unbedingt lernen, aber ganz ehrlich, sie hat ja sowieso Repel Physical, ne? Growth 2 meine ich, was laber ich denn da? Das heißt, sie kriegt sowieso Erfahrung. Aber sie ist auch generell ganz gut, wenn ich Yukiko mal nicht mitnehme. Das machen wir einfach mal. Nehmen Sie mal nicht mit. Übernehme ich das Feuer am Team. Das ist schon okay. So, wen nehmen wir dann mit? Also wenn Yukiko nicht mitnehmen, dann müssen wir eigentlich Teddy mitnehmen. The incidents are still happening. I need to do my best. Weil wir brauchen dann jemanden, der heilen kann, gut. I'm ready to do this. Max power. Und Summer Ice ist auch nicht so sinnvoll, also nehmen wir Yosuke und Kanji mit. War ein reines männliches Team. Damit wir noch Wind und Blitz dabei haben. Jeez, what is done to pull? Let's save him, Rin. We've got a lot to accomplish. Let's go, Rin. Come on, Senpai, let's hurry. We'll save him, and then we'll give him a good smack. Okay, good luck. Sie haben schon noch brauchen. Unknown intruder detected inside facility. Threat level yellow. Deploying guards inside the facility. Warning, warning. Attention intruders. Leave the facility immediately. I repeat, leave the facility immediately. Huh? Intruders? That means us, right? Okay, gucken wir mal, wie wir klarkommen. Ich habe mir noch mein Putz-Outfit an. Das ziehe ich mal eben aus.
Das letzte Dungeon war schon ziemlich viel schwieriger als ich davor. Ich bin mal gespannt, wie das hier nochmal war. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber bestimmt nicht viel leichter. Purifying Sword. Mein Gaia Sword. Mein mächtiges Gaia Schwert. Let's go. Schatten. Be careful. There's an enemy immune to fire. Okay, danke. That one's... Ach Mist, ich muss zuhören. It's a no-brainer. Mist, das erste hat ja vielleicht irgendwas gesagt. Don't give up. It's a no-brainer. Okay, der benutzt Feuer. Also gehe ich davon aus, dass er sehr resistent gegen Feuer ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Strom hier funktioniert. Ich lasse mal auf Kanji ankommen. Okay, ich habe ihn enraged. Weakness. You can beat this one. Okay, danke für die Info. Also es gibt zwischendurch die Infos jetzt, ne? Cool. Da nutzen wir Eis. Three left. Yo, yo, let me at him. I'll send you to hell. I wasn't expecting that from you, Kanji. Sweet. Kanji, that was great. You're the man. All right, let's keep going. Gut, der erste Kampf ist gut überstanden. Gibt auch gute Erfahrung und Geld hier mittlerweile, aber es ist auch notwendig. Aha, level up! Susano level up. Power up! Kintoki Dochi auch. Na, ich wollte sagen, guck grad hierher, ne? Er sieht mich noch, ne? Aber jetzt nicht mehr, glaube ich. Ja, er guckt immer noch in die Richtung. Kann ich ihn nochmal resetten, so ein bisschen, dass er sich umdreht? Ich weiß es nicht. Ach, was soll's. Ja, Mist! Das war dumm. Ich hätte einfach draufschlagen sollen. Und ich versuche hinter ihn zu kommen. Be careful. There's an ice immune enemy. Oh, this is bad. Kanji's useless. Das ist schlecht. Das ist ganz schlechter Kampf gerade. Wir hauen einfach ab. Das ist klüger, auf jeden Fall. Wir kennen auch teilweise die Schwächen nicht. Und wir sind im Nachteil hier. Wir sind jetzt schon mit Schadenseffekten belegt worden. Einfach rausrennen. Ist man schon besser. Watch it. That one's immune to fire. It's a no-brainer. Nein, es ist doch nichts, okay. Nee. Three of them. Don't give up now, okay? That's some thick skin. Two enemies hey, down. Not bad at all. At all, Teddy. Ach komm. Kanji, that was great. You're the man. Mir fehlen noch zu viele Infos, was die anderen Schwächen anbelangt. Bei den Fliegedingern weiß ich jetzt ja aber lange noch gar nicht. Ich mag die Gänge hier nicht, es ist schwer hier von hinten zu kommen. Erzähl mir lieber über denselben Typ, den ich schon kenne. Go, Senpai! Keep up the streak! Sensei! Four of them! You need to thin them out! Mal gucken, was sie von Wind haben.
bisschen austesten. Immer normaler Schaden, besser als nichts. So, Recover würde ich sagen. Dann schütze ich meiner Verbrauch. Und wie immer versuche ich natürlich den ersten Boss am ersten Mal noch mitzunehmen, wenn es geht. Ich erinnere mich aber noch, dass es hier nicht ganz so einfach war, zu dem hinzukommen. Hier war auch so eine kleine Sache mit einem Trick dabei, ähnlich wie beim Dungeon davor. Aber hier war es ein bisschen anders. Kriegen wir schon hin. Hoffentlich. Hoffentlich. Das ist meine Spezialität, also let's go. Runter! Two enemies down. That's how it's done. Gerne going, auch so doppelt. High. Das ist super, wenn sie die Schwächen analysiert. Das ist super praktisch, was soll man sagen. Die Kreuzung immer gefährlich. Okay. Be careful. There's an enemy immune to fire. Damn, it's not going down. Fair soda. What's up? Two shadows left. Da fehlst ein. Geht ja gar nicht. Sie hatten wir schon mal. Stats erhöhen ist eigentlich ganz cool, aber zwingend für die XP einfach. Noch kriegen wir sehr viel, natürlich genutzen. Das war so der Level Up wäre, hey. Level 49. Na, an 50 dran, an Höhe, hohe Zahl schon, ne? Klingt gut. Mein Gott, wir sind immer noch auf der ersten Etage. Da, endlich. Endlich. The first stairs. Aber hier unten ist noch ein Schatzraum, das sehe ich schon dank der Analyse von Elise. Und schätze, dass sie jetzt nicht liegen, dass sie offensichtlich da rumliegen. Oh. Schnell reagiert, okay. Oh Gott. Looks like that one's immune to wind. Okay. That one's totally. Den meint sie nicht, also sie meint die Bäume da. That's some thick skin. Your weaknesses. It's weak to fire. Dachte ich mir schon, aber danke. Two enemies. Hey. Nice. They're out of there. Now that it. It's showtime. Are you ready? Now we're talking. Go! Knock them out. Nice. Die New Cards. Oh, dann kann ich mehr Karten ziehen. Das muss man immer beachten, bevor man das hier macht, ob da auch gute Karten bei sind. Das will ich doch schon nicht haben. Aber ich kann ja die anderen dann ziehen, also. Genau, wir machen das folgendermaßen. Nehmen wir jetzt die Magie hoch. Die Persona.
Und dann sagen wir, dass wir neue Karten haben wollen. Ne, Quatsch. Ja, nee, nee, doch, doch. Damn. Das heißt, wir verlieren... Warte mal. Aber wenn ich das letzte Karte nehme, ist es egal oder nimmt er eine von denen oben weg? Ist ja egal. Wir können es einfach changen. Okay, ist egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Ich wollte nur sweepen, deswegen. Den Sweep-Bonus bekommen. So, Flowers bekommen. Sehr schön. Und noch Stats up für unsere Person. Folgen Magie, was für die Person relevant ist, weil Feuermagier. Nice. Die erste goldene Schatztruhe. Mal gucken. Noch 8 Keys. Awareness Note. Das könnte wahrscheinlich davon abhalten, dass man überrascht wird in Kämpfen. Ich guck mal eben. Nee. Nee, ja, Quatsch, falsch. Lowers the enemy chance of having a preemptive attack, ja. Also, weil, falls sie mich mal blöd erwischen, kann das, glaube ich, einfach sein. Oh nein, ich höre das Kraschel wieder. Ich muss hier raus. Ich habe das Geraschel gerade ganz kurz gehört. Aber nur einmal. Wie seltsam. Das Kettengeraschel. Gerassel eigentlich, aber gut. Hui. Na gut, weiter geht's. Wir gehen runter diesmal, ne? Nicht nach oben. Okay. Warning, warning. Attention intruders. Leave the facility immediately. I repeat. Leave the facility immediately. Does this mean Naoto-kun doesn't want our help? I don't really get this, but let's go on for now. Ein Lifestone. Mhm. Hi, Shadow Boy. Schwach gegen Feuer, aber der hätte mir zuhören sollen. Es ist wichtig, hier zuzuhören. Weil sie gibt dir manchmal Tipps, die sie wirklich nur durch die Stimme gibt. Wenn man nicht zuhört, dann hat man die Tipps nicht bekommen. Ein guter Einfall eigentlich. Ich muss hier einfach zuhören. Okay, wir killen erstmal den, den wir killen können. Ich gehe mal stark davon aus, die anderen haben da keine Feuerschwäche. Danke. It's weak to win. Perfekt. Danke. Let's go, Susano! Susano! Three enemies down. Should we show them who can? Ready or not, here we come! Win. Sweet bonus. Haben wir noch nicht. Hatten wir schon mal. Wäre trotzdem gar nicht so schlecht, sie nochmal zu bekommen, mal zu fusionieren halt. Aber ich glaube, ich würde lieber nochmal neue Karten dealen lassen. Schau, jetzt können wir nämlich das hier nochmal machen. Auch wenn das schade ist für den Chess Key. Aber hey, Magie ab ist auch super. Und die Skillkarte und nochmal 3 Bonus. Klasse. Noch mehr Magic. Und Crazy Chain als Skill. Und Orphos. Mal darauf achten, wie viel Platz ich noch habe für Personas. Ich glaube, die geben wieder bald voll. Aber ich habe auch ein paar, die ich austauschen könnte, ehrlich gesagt. Pale Rider zum Beispiel, Mothman. Aber ich habe noch einen Platz frei. Wahrscheinlich ist die Schwäche wirklich Blitz, so wie ich dachte. Eure war Feuer, ne? Okay. Runter! Runter! Two enemies down. Ich weiß, das ist teuer, aber komm, ich habe ziemlich viele SP-Heilungsmöglichkeiten mittlerweile. Ich kann mir das ein bisschen leisten. Sweet Bonus. Deshalb will ich nicht alles aufheben, weil ich die Karte nicht haben will. Außer diese Karte ändert genau diese Karte, aber das kann ich nicht wissen vorher. Recover, Chess Key.
Wir riskieren es mal. Nee. Aber hey, Setups sind auch okay. Yes, I leveled up. Nice. Ich komme schon auf Enemy Raider, dann sehe ich die Gegner früher. Keine Chance, um mich zu erschrecken. Ja, einer der schwach gegen Feuer ist. Das ist eine böse Kombi gerade. Someone else's turn. Three of them. Don't give up now, okay? Aber Eis müsste trotzdem okay sein, ne? Bear soda. Let's go. Two shadows left. Just set ya. Take this and this. Oh. Eine 7er EXP. Aber ich könnte vielleicht dafür sorgen, dass wir alles ziehen können, wenn ich einmal auf Geld verzichte. Ich mach's. Nice. Nicht schlechtes dabei. Nur auf Geld verzichtet einmal, das ist okay. Dafür aber ordentlich mehr Erfahrung. Und ein bisschen mehr Ruhe vor dem nächstbesten Gegner. Das ist schon okay. Einmal kann man Geld abgeben für so einen Streetbonus. Manchmal muss man solche Opfer auch immer eingehen. Was haben wir hier Schönes? Ein Sigma Drive. Das kommt mir so bekannt vor. Weil ich schon mal hatte oder weil ich das im letzten Spiel noch kenne? Wahrscheinlich eher letzteres. Ja. Lowest chances of being critical hit. Ah, gut. Nicht so geil. War das damals nicht anders? Hm. Hi. Wir tun uns jetzt nichts, wenn wir gerade diese Arkane aktiviert haben. Ich nutze jetzt automatisch ausnahmsweise mal, um mich ein bisschen mehr umzugucken. Bisher war die Truhe alles safe, was ganz gut ist. Oh. Soll ich es riskieren? Die rennt auch nicht von mir weg jetzt, ne? Aber wenn das viele Hände sind, ist wieder scheiße. Ja, ich riskiere es kaum. Jetzt rennt sie nicht mehr von mir weg, weil ich angegriffen habe. Es sind leider drei Stück, das ist immer schlecht. Das ist immer, immer schlecht. Ich versuche es trotzdem, aber ich glaube, es ist keine gute Sache. Going down. Three enemies left. You can win this. Ich versuche mit Buffs und Debuffs, aber ich glaube, das wird nichts. Ohne Crit-Chance durch Chier ist es eher schwierig. Das kann auch was bringen. Wahrscheinlich ist es Blödsinn, was ich mache. Aber ich mache mal ganz viele Debuffs und Buffs. Komm, wenn wir einen kritten können, kriegen wir den auch. So stubborn! Kann einer von euch Glück haben, bitte? Lay down and die already. Silence ist mir gerade egal. Hat er nicht geschafft, okay. Ja, wie gesagt, Silence ist mir egal. Kanji can't use his persona. Get some thick skin. Komm, ein Crit. Eine von den Händen wäre es ja schon wert. Mit Abstand. So stubborn! Die werden ja auch immer besser. Pro Dungeon. Und das heißt auch mehr Erfahrung von denen. Und mehr Geld. Ja! 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 Schön. Sehr schön, Kanji. Ich würde sagen, das war's wert. Wir haben einen. Ja, gucken wir noch einen kriegen. Aber es ist eher unwahrscheinlich ohne Crits. Buffs gehen auch wieder weg. I'll get it next time. Couldn't finish it.
Er bleibt aber noch, okay. Er auch. Gut. Oh, nice move, Yusuke-senpai. Someone else's turn. Das Schöne ist, ich kann sogar ein bisschen SP haben. Jetzt gerade. Durch die Länge des Kampfes. Wie mein Item. Ja, das geht nicht. Yusuke-senpai's persona skills. Ries ist ja sehr nett, aber ich weiß es mittlerweile. Danke, das war gut. Komm, ein Crit noch, Leute. Komm. Nee. Ja. Ja. Zwei Hände werden super. Das stirbt jetzt auch. Das stirbt. Ja, das sind zwei Hände. Das ist so gut. Und Shuffle Time. Vielleicht auch Chance mehr abzugreifen. Wir haben ja noch ein Sweet Boot. Jo. Wir werden so viel Erfahrung kriegen. Nice. Wie hat Takarasu schon mal? Ja, ich glaube schon, ne? Dann nehme ich eine Chefski mit und wieder Evolved Encounters. Jetzt brauchen wir eben hier keine Kämpfe mehr, außer für Items theoretisch, aber das kann ich auch nachholen. Am wichtigsten ist dieser dicke XP-Bonus jetzt. Das bei zwei gekillten Händen. Oh, 21.705 Erfahrungspunkte. Nice. Congrats, Senpai! Mhm, Level 50 ist erreicht. Reiner geht auch ein Level hoch. Ich pushe dich darauf, dass du deinen Skill da lernst, damit du ihn vererben kannst. Dann wirst du nämlich super nützlich für mich sein. Bist du jetzt schon, aber dann erst recht. Und wenn ich es dann immer wieder rausschreibe aus dem Buch, könnte ich jedem, also jeder Kreatur, jeder Person, die ich erschaffen kann, aus Rang da, könnte dann Repel Physical haben. Jeder. Ja? Immer wieder. Resist Dark hat sich keine Schwäche mehr. Das ist genau, was sie braucht. Aber ich habe ein Problem damit, was ich wegpacken soll. Ich packe erstmal Growth weg. Ehrlich gesagt, Growth ist zwar echt ein guter Skill, aber sie hat ja schon sehr viele gute Sachen. Und sie funktioniert auch ohne Growth. Ja, komm. Divine Grace ist auch noch schön, aber mal gucken, ob wir da hinkommen. Sie hat keine Schwächen mehr, nur Resistenzen, das ist echt gut. Alter, er ist so viel Level gestiegen. Ist er drei Level gestiegen? Muss ja. Er ist 3 Level gestiegen. Wow. Torrent Shot. Deals medium physical damage to one foe. 2-3 times. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Cool Attack ist auch nicht schlecht. Cool Attack hat nur ein Problem. Weiß nicht. Bei Boston ist es nicht so oft die Chance, dass er sich mit einem Down kriegt. Deswegen. Aber braucht er wirklich Alec Boost? Ich meine, er nutzt Strom ja nicht, um Schaden zu machen, oder? Er nutzt es nur, um Leute Schwächen auszunutzen. Er ist kein Spellcaster, also braucht er keinen Elec-Boost. Wir hatten Jackpot hier gerade. Wieder schlimm für die, die nicht dabei waren, aber die kriegen schon wieder hergelevelt. Habe ich bisher tatsächlich immer noch geschafft. Ich wollte mich eigentlich viel früher schon entscheiden, wen ich so ein bisschen main-technisch mitnehme, konstant. Aber bisher habe ich alle einigermaßen gleichmäßig mitgelevelt. So, gucken wir, dass ich die nächste Etage noch finde, oder den nächsten Stockwerk da unten. Hi. Tust mir ja nichts, ne? Die Biester sind ziemlich groß hier, muss ich sagen. Da war eine Truhe, die holen wir uns noch. Ja. Ach komm. Für die Items. Wir haben ein paar Gegner ignoriert jetzt, aber die Items sind auch wichtig. Nicht nur die Erfahrung. Geld und Items sind auch wichtig. Aber feuerschwach. Three enemies down. Sensei? You did it, Senpai. No problem. It'll be over in a flash. Ich glaube, sie hat keine elementaren Schwächen. Ich vermute gar keine. Nice. Let's go. Good answer. Places, everyone. And action. You guys better keep up. Go! Knock them out! Hätte er ihn nur gekillt, wäre das kein All-Out-Attack geworden, aber durch den Crit schon. Also sehr gut, Yusuke. Oh. Warum nicht? Samuel könnten wir uns nochmal wiederholen. Zum Fusionieren vielleicht. Ich muss das machen, sonst kann ich nicht alle ziehen, ne? Dann nehme ich die Endurance noch hoch. Dann nehmen wir das hier.
Okay, dann nehme ich sie einfach. Ich könnte jetzt durch neue Karten dealen, aber es wäre dumm, weil es könnte sein, dass ich dann eine Karte kriege, die ich gar nicht ziehen will. Ach komm, Risiko. Na gut, das ist jetzt irrelevant gewesen. Another level for me. Schön. Wieder ein Sweep-Bonus. Läuft bisher gut in dem Dungeon, ne? Am Anfang war es ein bisschen holprig, der erste Kampf, aber jetzt gerade. So, jetzt müssen wir an dem einen vorbeirennen. Naja. Nee. Bleibt der Mann. Da ist noch ein Schatz, den können wir uns auch noch holen. Super Sonic. Dann haben wir es geschafft, bis in die dritte Etage schon mal. Das ist doch schon mal nice. Warning, warning. Attention, intruders. Leave the facility immediately. I repeat, leave the facility immediately. Hey Senpai, when Naruto-kun appeared on the Midnight Channel, he said that he was going to undergo a body alteration operation. Did that mean Naruto-kun's going to be altered here? Crap, we need to hurry. Aber jetzt hören wir erstmal hier raus. Das gönne ich mir mal. Ich würde mich einfach gern speichern. Nach der Doppelhand gerade. Es heißt ja immer, dass man bei der Etage anfangen kann, jetzt in diesem Spiel, wenn man drauf geht. Aber ich gehe das Risiko nicht ein, ich speichere halt. Ist mir lieber. So. Gut, ich danke euch schon fürs Zusehen. Und nächstes Mal machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Ab Etage 3. Oder Basement Floor 3, wie auch immer. Bye, bye.